Hallo Leute, hier ist wieder Lexi. Und der Fall. Es geht weiter mit Splinter Cell Double Agent und wir. Alles gut? Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Wir fangen mit der. Wir machen weiter mit der Mission. Fortschritt laden, das oder? Game Over heißt eigentlich Mission 100% geschafft. Moment, dann machen wir halt Speicherpunkt. Ich hoffe, der macht jetzt das. Ach, Moment, müssen wir dann nicht auch das erste da wieder machen? Ja. Soweit, so gut. Gut. Jetzt müsst ihr zur geothermischen Basis. Diesmal gehe ich vor. Diesmal mache ich alles richtig, versprochen. Diesmal gehst du vor? Ich bin gespannt. Naja, bist nur eine Fliege am Netz, ne? Oh Gott, der bewegt sich! Das Arschloch! Wie du dort hängst! Du siehst den roten Punkt gar nicht, der wo da hängt. Ich bin nur ein Schatten deiner selbst. Dein Schatten deiner selbst. Dein Schatten deiner selbst. Jetzt komm, außen rum und von hinten. Du hörst mich doch gar nicht, ich bin ein Agent! Ich bin ein Agent, deswegen hörst du mich nicht. Mein Status als Agent verstopft dir die Ohren. Langsamer. Kann ich dich überwältigen? Ja, kannst du. Jetzt mach doch. Hallo! Meine Fresse. Komm, hör ihn schon mal, ich bin gleich da. Weißt du, was ich komisch finde? Wo ist seine Hand? Die hält meinen Arm. Aber warum halte ich seinen Arm? Weil du dem, ja, damit er nichts machen kann. Ach, ich drück dem dahin. Das ist so eine Stelle, wenn man dahin drückt. Ach so, ja, damit, dann kann er nichts halten. Rede und du bleibst am Leben. Mir jagen sie. Nein, ich laufe davor. Du kriegst mich nicht. Ist ja in Ordnung. Du kriegst mich nicht. Alles in Ordnung, ja? So. Okay, wenn sie wirklich in das Gebäude kommen, dann kannst du ganz kaum. Sollte das jedes Mal ein Fangspiel werden, wenn wir jemanden verhören? Aber wieso dürfen Agenten keinen Spaß haben? Das ist mitten im Gesicht. Ja, das Sache ist halt wegen dem Lautsprecher, okay. Weißt du? Ja, danke. Ja, sicher dein Gesicht nicht mehr. So, und jetzt Y vielleicht mal? X? Ups. Wie zur Hölle? Ich hab L und R gleichzeitig gedrückt. Ich sagte doch X und Y. Wieso drückst du dann die? Ja, ich hab X, Y. Ja, töten. Dann drück ich mal L, R gleichzeitig. Meucheln und töten. Ja, das ist halt leider beides kontraproduktiv. Ja, wir haben die Mission noch nicht geschafft. Also wissen wir nicht, ob das jetzt meucheln oder töten ist. Jetzt, wo du beides gedrückt hast, ist es sowieso egal. Wir wissen es nicht, was herauskommt. Jetzt schmeiß mich da hoch, dass wir hier mal weiter. Nein, nein. Du musst dich nein, erst hinhocken. Nein. Hierher und dann Bewegung. Ja, ich bin schon da. Der Einzige, der sich nicht hinhocken will, bist du. So, und jetzt hoch mit dir. Hier rüber. Ich bin bereit. Ich bin schon oben. So, willst du jetzt den Kerl unten übernehmen? Ja. Anscheinend kannst du es ja besser. Leute überwältigen kannst du wohl besser. Versteck dich neben der Tür. Dann holst du ihn dir, wenn er reinkommt. Du fängst jetzt nicht mit. Nein, okay, ich bin ja schon. Okay. Ich wollte gerade sagen, mit optischen Kabel. Nein! Ja. Auf einmal kann ich es bewegen. Hui, hui. Da. Ist der? Ich sehe ihn nicht. Da direkt vor dir, der kommt auf dich zu. Oh, der kommt auf mich her. Der kommt auf dich her, ja. Vielleicht hat er auch noch was zum Sagen. Soll ich mich mal ganz unauffällig an die Leiter hängen, damit er mich sieht und du ihn dir holen kannst? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Tür schließe und der da drin steht? Und hu? Kannst du was sagen? Hallo? Okay, jetzt. L, R, A, B. Hä? Hey, ich hab eine Geißel! Alter! Nein, nein, wir werden tun, was sie wollen. Ah, okay. Moment. Verdammt. Das okay. War und nicht das, was wir wollten. Jo, herum, gehen, L, R, Z. Nein, es geht nur L oder C. Glaubst du, kommt es sich jetzt blöd vor, weil ich mit ihm was feste? Ich käme mir schon blöd vor. Jetzt kommt er sich nicht mehr blöd vor. So. Und erledigt. So, jetzt haben wir den auch wieder. G759. Okay, ich nehm die. Wo ist die Schlüsselkarte? Die hab ich schon. Wo ist die andere?
Da, wo du deine das letzte Mal gefunden hast. Ich habe sie hier gefunden. Also hier ist er, hier. Wo ich stehe. Da an der Tischkante. Du musst um den Stuhl hochgehen. Der Stuhl ist festgemacht. Der Stuhl ist festgenagelt, ja, vollkommen richtig. So. Okay, ausnahmsweise. Und jetzt kommt nochmal die Frage, warum? Ja, das ist quasi, während du sie leise sehr aufmachst, kannst du nochmal BOOM! Wenn du willst. So. Bringen wir das mal bitte schnell. Das dauert einfach okay. Zu lang. Ich mach mal die hier, drücke auf B. Drückst auf B. Lauf. Moment, ich muss jetzt erstmal wieder meine Waffe wechseln. Hier gibt's sogar einen Uri. Nein, das sind irgendwelche. Die glaube, die gleich kannst du am Boden befestigen, wenn die rein zzzzt. Wenn einer zzzzt. Ja, kannst du auf jeden Fall irgendwie noch einen Schock betäuben. Die andere. Ja, ja. Ich vertraue dir da. Schön, dass du mir vertraust. So, ich drück runter, ja? Und wie wär's, wenn du deine Sicht mal wechselst? Ich bin schon da. Okay, diesmal gehe ich vor. Du bist beim letzten Mal auch vorgegangen. Deswegen hat's ja, ist ja zum, gescheitert. Okay, du gehst vor. Verdammt. Okay, Moment. Na, warte. Ah! Arschloch! Okay, eins, zwei. Du stehst im Weg. Jetzt verstehe ich das. Ah, das war's. Ich geh mal. Okay, eins, zwei, Lauf. Ja, Lauf ist. Moment. Bist du durch? Ja. Okay. Deswegen hat es nicht funktioniert. Eins, zwei, Lauf. Moment. Ja, bin durch. Okay. Und Nummer drei. Eins, zwei, drei. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal tatsächlich ohne Alarm. Wieso ziehst du denn immer. Mensch. Ja, ich drücke nach oben, aber ich habe so einen fetten Finger und dann drücke ich mal alles. Okay, ich bin auf der Seite. Du musst weiter, du musst ganz nach links gehen, weil sonst funktioniert das nicht. Oder du ja, ziehst auf die Seite. Ja, ich muss bloß schauen, dass du mir nicht durch... ich gehe ganz auf rechts und du... Ja. Okay, warte, vergiss. Du bleibst jetzt da, wo du bist. Geh weiter in die Ecke. Weiter in die Ecke. Du lässt mir aber sonst das Bild. Nein. Geh noch weiter in die Ecke. Ich treff das Ding von hier. Moment. Hast du's? Ich würde mal sagen, jetzt hat. Nein, du stehst direkt davor, geh zur Seite. Ich kann nicht weiter nach vorne. Oh, da steht's. Oh Mensch. Nein. Da war's gerade. Und so zielt man pixelweise. Moment. So. Jetzt. Okay. Und Moment, ich wechsle diese. Wie mache ich das jetzt? Moment. Ich gehe ein Stück zurück. Treffe ich das Ding noch? Nein. Ja. Ha! Ohne Alarm. Wetten, ich gehe jetzt ganz leise. Guck hin, guck mal her. Die haben mich gar nicht bemerkt, sind die Ärsche. Eins, zwei, drei. Ja, ungefähr, ne. Okay, so. Ich hol den ersten. Ja, ganz gut den. Aha, du bist total im Dunkeln. Ich sehe es. Ja, du siehst mich natürlich. Bisschen Agent. Du bist zu nah dran. Das ist schlecht für die Augen. Du bist nicht meine Mutter. Was läuft? Eine Wiederholung. Warum guckst du es dann? Damit ich dein Gelaber nicht hören muss. So, jetzt fühlt er sich beleidigt und ist... Ja, vollkommen am Boden zerstört. Der andere will einfach nicht mehr mit ihm reden. Das ist einfach so.
Gut, du kannst wieder austesten und du schaffst ihn nicht zu töten. Nein. Sich lernen, herumgehen. Erwische ich den von oben? Was meinst du? Wie willst du den von oben erwischen? Wie kommst du da überhaupt hoch? Hochhüpfen. Na komm, halt hoch. Ich bin nur eine Fliege an der Decke, die sich an dem Rohr entlang hält. So was machen Fliegen eben. Komm damit zurecht. Ähä. Geht's? Tolle Situation, muss ich schon sagen. Es geht also nicht. Scheint so, dass es nicht geht, nein. Nein, ich hab mich doch gar nicht gesehen. Aua, aua, aua. Der sieht dich nicht hinter der Wand. Da kann man gar nicht tun. Nein, lauf außen rum, jetzt. Nicht mir die Pack. Ich heile mich erstmal, ja? Ja. Arschloch. Ja, machst du noch an den Beinen? Dafür konnte ich jetzt nicht. Du bist. Hey, das ist ein Medium. Guck mal ganz kurz. Erstmal heil. Und dann reden wir weiter. Ich will auch noch benutzen. Was hat ihr überhaupt angeguckt? Nachrichten. Wiederholung vor allem. Kann ich was trinken? Ich will einen Snack haben. Ich weiß, dass ich den jetzt getötet habe, aber... So, jetzt habe ich ihn zu Boden geschnurrt. Da ist eine Kamera, glaube ich. Damit siehst du gar nichts. Sehr gut. Fortschritt. Wird das lustig, wenn wir später wieder in dem blöden Turbinenraum sind? Mhm. Erinnerst du dich an den? Mhm. Ich mich leider schon. Okay, warte, ich schieße. Ja doch, das ist eine Kamera, hast du recht. Okay, nein. Nein. Ja, du musst auch... Nein, warte, jetzt hatte ich sie. Jetzt lauf. Ich schaue mich eigentlich voll an, aber interessiert er keinen. Ich traue den alten GameCube-Controllern gerade irgendwie nicht mehr. Ja, ich glaube, hier kommt er eh schon. Ja. Boah, Pi mal Daumen. So. Also. Seht was euch um. Es muss ein Weg in den ersten Stock gehen. Ja, hier. Das sind drei Kerle hier drin, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Einer patrouilliert hier unten die ganze Zeit. Ich glaube, zwei waren oben. Da ist einer. Mhm. Hier oben ist keiner. Hä? Achso, dann kommen die anderen noch. Im Schatten bleiben. Vorsicht. Ach, das machst du. okay. Warte, der geht auf dich zu. Der ist nicht auf meiner. Der kann nicht zu mir. Der ist direkt unter dir. Der konnte mich gar nicht sehen, ich war genau über ihm. Siehst du, dass es kaputt macht? Also ich kann das Spiel aufkommen? Ja. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Wir haben den Kerl jetzt überwältigt. Das war eine lustige Geschichte. Das hätten wir eigentlich auch aufnehmen können. Also, ich habe ihn überwältigt.
Okay. Ich stand mal genau vor ihm und es war wirklich so, der hat sich nur umgedreht und hat irgendwas gesagt. Und dann bin ich einfach wieder, und dann bin ich einfach wieder weggegangen und ist einfach ganz normal weitergegangen. So, es hätte ihm gar nicht interessiert. Er hat mich vollkommen ignoriert. Wärst halt hingegangen wie bei der Prinzessin damals. Beachte mich, beachte mich. Respektiere meine Autorität. Das ist Cartman. Tja, was sagen wir dazu? Warum können wir nicht einfach eins rechts, dann links? Ich hoffe, du hast ihn... Ich habe auf L gedrückt, guck. Der geht doch noch, guck. Das ist doch voll lebendig. Lalalalalala. Schöne Aussage, der geht doch noch. Ich kann ihn nochmal hernehmen. Guck, ich lege ihn jetzt ganz sanft ab, das ist ein Rausch ausschlafen. Ah, Rausch. Oh, ja, okay, vielleicht auch nicht. So, suchen wir mal die beiden Computer müssen wir genau... Aber es sind keine Ventile. Ich nehme den hinteren. Die Computer. Benutzt. Hä? Ja. Wenn nochmal jemand die beiden Ventile im Heizkesselraum ohne Erlaubnis zudreht, komme ich runter und spreche persönlich mit ihm. Das ist dann das erste und letzte Mal. Falls sie das. Nein. Also bei mir lautet irgendwas wie ein Aufzug, dass der nicht benutzt werden kann. Sag mal, kriege ich hier. Kann ich hier nicht? Nee, hier gibt's keinen Sicherheitszugang. Dann müssen wir wohl runter und. Ach so, da ganz unten die Dinger. Hapchen, die Rohre da an den Seiten. Röhre. Ich hab eins. Boah, Moment. Ich geh zum anderen. Mhm. Gut, dass ich. Wir müssen dann sofort. Ich muss dann sofort in den Schatten verschwinden. Eins. Zwei, drei. Wie schnell der runtergekommen ist, ne? Ich komm von hinten. Und wieso kommt der gleich mit... Ach so. Seht ihr das? Moment, jetzt kommt... Es ist vielleicht gerade... Bist du dran? Ich bin im Licht. Geh auf ihn zu! Ja, ich muss langsam sein, damit der Kerl mich nicht bemerkt. Und... Ha. Der hat mich nicht bemerkt. Das war meine Autorität. Respekt hören. Ich will den Kerl eigentlich verhören. Ja? Verhören? Den kann man nicht verhören. Ich dachte... Dann steck ihn da hinten in die Ecke und lass ihn... Okay, du hast L gedrückt, ne? L. Oh. Das klang jetzt irgendwie ein bisschen falsch. So. Wieder einen Raum geschafft. Okay, wie hat der gerade den Aufzug benutzt? Gute Arbeit. Such das Lüftungssystem. Aber schalte den Ventilator aus, bevor ihr reingeht. Vorsicht, hier war... Ah, ja. Moment, der eine muss das Ding deaktivieren, der andere muss an den Laptop. Okay, ich schieße, du Laptop. Ist wahrscheinlich gescheiter, ja. Ach, ich erinnere mich, was das Problem mit den Dingern war. Wir wussten... Beweg dich mal auf den Laptop zu, kurz davor. Dass du halt einfach nur outlocken musst. Moment, erstmal will ich speichern. Ja. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht dabei gestört. Nein, alles in Ordnung. Alles gut, gut. Ich wollte gerade abdrücken halt und der Typ... Ja, ja gut. Ja, also ja. Jetzt ist das Ziel ein bisschen größer. Ja. Ja. Weißt du? Ja, läuft ja alles gut und... Ja. An sich kann man zufrieden sein. Okay. Ja. Okay, können wir jetzt anfangen. Geh noch weiter vor. Die sieht dich nicht. Du bist im Schaffen. Okay. Eins, zwei, los. Ah! Das Ding ist gleich aus. Ja! Verdammt! Der Kerl steht direkt neben mir. Nee, ich bin nicht da. Moment, ich muss wieder in den Schatten. Moment. Der geht auf mich zu. Hol ihn dir! Hol ihn dir! So. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie das mit der Kanone war. Da muss man direkt an der Kanone selber. Sag mal, was nehmen die alle?
Weiß ich nicht. So, okay, nochmal dasselbe. Hock dich hin. Genau. Mach sie aus und ich gehe vor und programmiere die um. Jetzt. Jetzt müsste deaktiviert sein. Geh mal weg. Ja, passt. Autokanone hacken? Nee. Das machen wir lieber später mal. Gut, wir müssen mal kurz unterbrechen. Müssen. 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 Bis gleich, Leute. Wiedersehen. So, da sind wir wieder. Alles in Ordnung bei dir? Nein. Du schießt, ich lauf. Ich muss mich hier gerade erstmal. Ah. Die hat geschossen. Ich schieße, du laufe oder wie anders? Du schießt, ich laufe. Ich schieße, du laufe. Hat ja auch so gut geklappt bisher. Danke. Weißt du, das sind zwei so lumpige Sperren. Sollten unsere beiden Agenten nicht in der Lage sein, da einfach durchzuspringen? Nein. Guck mal, die können diese Bewegungen. Das hier und das. Ja. Hey, das hier ist eine Tür? Moment. Ich weiß, wir haben den Code, aber hacken ist viel lustiger. Ja, meinst du, wenn man was falsch macht? Mach's besser. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Was machst du denn? Ist das eine Kamera? Ja. Oh ja. Geschafft, gerade noch. Guck, bis dir denn scheißegal ist. Das ist keine Tür, oder? Nehme ich jetzt mal an. Wenn ist ja so ein Generator. Aber die Dinger laufen trotzdem noch. Was auch immer ich dann jetzt damit geöffnet habe. Vielleicht hast du erst das Ding ausgeschalten. Was für ein Ding? Den, weißt du schon. Nein, leider nicht. Ich auch nicht. Super. Würdest du denn nächstes Mal bitte die Kamera deaktivieren? Jetzt hattest du sie doch. Jetzt. Okay. Sollte die Tür eigentlich nicht zu sein? Vielleicht war das ich ja gerade. So. Ganz unspektakulär. Oh, das ist der Raum. Oder? Ist es der? Ach nee, das. Oder? Na, das ist der Raum. Okay. Schade. Ich hätte mich jetzt schon gefreut. Hört zu blöd dafür zum Klettern. Wo bin ich überhaupt? Was mach ich? Warum läufst du mir hinterher? Weil ich dich da runter abseilen muss. Das ist offen! Das hat ja wunderbar geklappt. Ich bin gleich wieder da. Hier hat mich keiner gesehen. Hey, da ist es auch. Gut, dass uns niemand einstellt, ne? Oh, ich glaube, du darfst jetzt hacken. Oder? Warum? Du bist unten. Oh. Kopf über den Computer benutzen. Natürlich. Ist es gerade unschön anzuschauen. Also bei einem alten Fernseher war es irgendwie leichter. Ja, der Grabber macht da gerade. Der macht es gerade irgendwie schwierig. Dass so verpixelt ist. Der Wirfdrucksventilator 24.
Jetzt hast du es gehört. Die Techniker bieten uns die Lüftungsventilator 24 Uhr am Donnerstagmorgen abzuschalten, weil wieder Wartungsarbeiten anstehen. Sie können das von diesem Terminal aus machen. Mit einer normalen Sicherheitsfreigabe haben Sie Zugriff auf eine Automatisierungsdatei zur Deaktivierung des Ventilators. Achten Sie bitte diesmal darauf, dass ich kein Wartungspersonal mehr in der Nähe des Geräts befindet, wenn Sie es wieder einschalten. Im Klartext, Sie haben kürzlich mal Leute von uns zermetzelt. Wir wären sehr froh, wenn Sie das nicht wiederholen würden. Tut's gut. Oh ja. Der hält sich das Ding gerade an die Nase, ja? Bevor jetzt wieder jemand was Falsches denkt. Okay, können wir jetzt runterspringen? Nein. Wenn du dir die Antworten schon selber gibst. Das offen ist. Ja, wir wären die besten Agenten der Welt. Hä? Das hast du kaputt gemacht diesmal. Ich hab nichts gemacht. Was? Immer wieder. Was soll... Da ist eine Kamera. Wo? Da. Moment. Da drinnen im Raum, oder was? Ja, lauf mal. Ich mach sie aus. Oder warte, ich warte, bis du vorne bist. Moment, in dem Raum hier? Ja. Da sollen wir gar nicht rein. Warum nicht? Weil wir zum Ventilator sollen und der ist hier vorne. Der Ventilator war, wenn ich mich recht erinnere, vorne bei der Kanone. Da, die Typen sind wieder wach. Ja, da der Tür. Türe. Schade, dass man hier nicht so ein Radar hat, wo die Gegner drauf angezeigt werden. So, einer von uns erwischt ihn, der andere... Ich bin schon halb tot. Ich bin runtergeflogen. Hat weh. Selber schuld, wenn du... Hey, das Fenster ist offen, ich lauf mal durch, ey, ich fahr mal runter. Das hab ich nicht gesehen. Laserstrahl, oh, wie schön. Ach komm, schießt du mich. Geh raus. Raus hier, der ballert schon. Ja, aber der kann ich auch nicht schießen, ich bin hinter der Wand. Der soll aber herkommen. Der sieht mich nicht. Der soll her... Ja, genau. Da steht einer. Ja, der kommt jetzt. Oh, wie kann er mich erwischen? Ich bin hinter der Wand. Du bist nicht mehr hinter der Wand. Ich war hinter der Wand. Ja, dass du es gewesen bist, hilft halt nichts. Ich würde mir nur blöd vorkommen, wenn ich auf einen leeren Platz schieße. Ich würde mir blöd vorkommen, wenn ich denke, dass ich hinter der Wand, wenn ich aber auf der gegenüberliegenden stehe. An der gegenüberliegenden. Wie viel Muni der wohl hat? Ja, der hat einiges an Munition. Der macht's. Muss er gerade nachladen. Was hat der Kerl eigentlich vor? Vielleicht ist da irgendwo eine Fliege. Hier bin ich. Oder sollen wir den überwältigen, wenn er. Erst wenn er nachlädt. Du hast mir ins Bein geschossen, du Pisser! Au! Au! Verdammt! Trifft er mich? Er ballert selbst einen Haufen Munition weg und dann wird er einmal getroffen. Und warum stirbt er nicht? Weil du bloß mit der Pistole bist. Ich schieße in seine verfickte Beine! Wow, du hast tatsächlich mal geschafft, ihm in die Beine zu schießen. Übrigens hast du auch eine größere Wumme dabei. Überwältig ihn einfach. Das ist so scheiße, das Game. Wieso haben wir das angefangen? Was zu... Ach komm schon. Meine ganzen Rückenblätter sind alles gebrochen. Also gesehen, ach, es ist eh schon scheißegal, ganz ehrlich.
Wenn wir zu viel, wenn es zu viel Alarme wegen uns gibt, dann ist die Mission vergeigt. Ja, könntest du wenigstens die Kamera ausmachen? Ja, okay. Übrigens ist da. Ach nee, das war ja wegen der Tür. Ich dachte gerade, ich hätte ein Medikit gesehen. Sehr schön, dass uns die jetzt. Die haben wir sonst nicht gefunden, oder? War das Medikits oder die mhm. Typen? Die Medikits, die an den Wänden hingen. Jetzt. Die Leiche, da interessiert mich einfach mal nicht. So. Warte. Ich glaube, vielleicht ist die Waffe jetzt wieder. Nein, ist deaktiviert. Sicher? Ich bin sicher, wohl kann man das selbst aktivieren. Nein, aber der Kerl könnte sie ja aktiviert haben. So, hier oben ist der nämlich. So, hoch mit dir. Z und nach links. Ja, ich stehe vor dir. Nein. Dunk. Wie kann man eigentlich aufstehen, ohne dass er gleich springt? Hm. Der mag meine Beine nicht. Der hat was gegen mich. Kannst du jetzt mal. Hast du nach Z und zur Seite gedrückt? Jetzt. Oder auch nicht? Nein. Nicht? Auch nicht. Zu blöd zum. So. Exfiltrieren. Oder interagieren. Exfiltrieren. Mission erfolgreich. Viermal Alarm. Zwei erfolgreich, ja? Viermal Alarm, zwei. Über diese anderen Sachen diskutieren wir nicht weiter. Zwei mehr als halbtote, mindestens halbtote Agenten. Mann, wir werden niemals Agenten werden. Ich will's hoffen. Hey, wir haben alles geschafft. Siehst du? Den Lufter. So. Ha, ich bin immer noch besser als wie du. Ich muss die beiden erledigen. Ich wurde nur zweimal vom Gegner entdeckt, du auf dreimal. Weil du hinter der Wand warst. Ne? Nur mal Erfolg. Ja klar, deine Erfolgsrate ist natürlich höher. Der Kerl, der fast verreckt ist. Ja. Das steht nicht im Protokoll. Das lebt mich doch. Alarmstufe erreicht. Als ob das was Positives wäre. Ja. Nein. Ach so. Ich glaube, wir haben nie ein Level geschafft, ohne einmal diesen Kackalarm zu lösen. Ich glaube, da ist das Lava. Ja, schätzungsweise, ne? Ja. Außerdem ist es kein Lava. Sie haben die Gießerei erreicht. Wenn Sie diesen durchqueren, gelangen Sie. Ja, ja, lass mich nicht weiterlesen. Nein. Weißt du, es ist jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch, was ich jetzt gleich sage. Aber kennst du diesen Geheimagenten, der wohl nur diese Augenklappe hat? Dieser Schwarze? Snake? Nein. Snake hatte keine Augenklappe. Und der ist nicht schwarz. Ein farbpigmentierter. Farbpigmentierter? Diese dunklen Leute halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Kennst du den Typen irgendwie? Nein. Oder Blade? Irgendwie stelle ich mir so den Typen vor, der wohl mit uns labert. Ach so. Ja, wegen der tiefen Stimme, schätze ich, oder? Ja. Ich warte. Au. Ich weiß aber nur mal, was ich hier mache, aber ich warte mal. Okay, dann machen wir es halt so. Ja, das ist auch sehr leicht erkennbar. Weißt du, die senkrechten Stangen, die sind komischerweise pissgelb. Aber... Darf ich mal mitkommen? Nein. Hallo, ich will mit. Kannst du jetzt hoch? Nein. Jetzt kann ich auch nicht mehr springen. Du musst die menschliche Leiter machen hier. Sicher? Ja. Ich habe wohl nichts anderes übrig.
Darüber, da links. Da ja, ich gehe nach links. Ich will nach links. Links? Mal. Versuch's du mal, vielleicht kriegst du raus, wie es geht. Fertig. Kannst du auch mal aufstehen? Nein, warte mal. Der Kerl. Nein, hier nicht. Da auch. Ich verstehe die Steuerung nicht. Ich drück dreimal auf X und dann steht er auf. Da auch nicht. Guck. Z zur Seite. Ja. Zur Seite, nach links. Nein. Nein, das ist nicht das Richtige. Nee, nee. Da sind sie sich einig. Ja, du musst, glaube ich, so ein bisschen zur Seite gehen. Du bist ja hier hoch. Nein, ich will nach unten. Was machst du da? Oder warte mal, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht musst du auch mal nach oben und mir irgendwas runterlassen. Keine Ahnung. Ich höre von kurz nach oben. Wieso bist du nicht in der Lage, dich an so einem blöden Rohr festzuhalten? Du kannst daran hochkraxeln wie ein Weltmeister, aber du kannst dich nicht an dieser abgebogenen Stelle hier. Schau mal, du kannst sogar durchlangen. Das ist mir scheißegal. Moment, da war irgendwas. Ja, das da. Ach da! Das war, sag doch mal was. Ich hab gedacht, du hast es gehört. Oh, richtig professionell, wie du da hochgehst. Und so richtig schön, wie der Kick von dir dazu schaut. Ey, können Sie mir mal helfen? Das ist echt schwer. Können Sie mal mit anpacken? Ey, hey. Zagger hoch. Tschüss. Boah, sind die schlecht. Ja, jetzt mal, also helfen nur nicht mal mit. Vor solchen Schwächlingen habe ich keine Angst. Ey, die respektieren einen ja gar nicht. Nein, die... Was für ein gemeiner Hund. Moment, war da ein Video, wo du gerade... Nein, ich kann nur hier, glaube ich, hier hoch. Ach, dich zieh da. Und mit mir ist es scheißegal. Ich bin jetzt eine Wand. Aha. Jetzt auf einmal könnte da wer sein. Vorhin, wo da zwei Typen gerade herumgeflogen sind. Wie sind wir überhaupt da runtergekommen? Sag mal, tut das so blöd? Ist da irgendwas? Ich sehe da was. Da bewegt sich irgendwas. Aber ich glaube, das ist nur Staub in der Luft. Das sind Punkte, die sich bewegen. Guck mal, ich kann mich hier frei bewegen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das hat er gesehen. Hallo. Kann man auf den Winken oder so? Was macht der da? Was macht der da? Was macht der als nächstes? Komm schon, Affe. Hüpf, hüpf. Soll ich mal hüpfen? Nein. Um Gottes Willen. Warte mal, bis der Kerl sich um... Bis sie sich denkt, ach, die machen nichts, ist langweilig, ich geh wieder. Zwei Marienkäfer, die wo da sitzen auf dem Kopf von dem Typen, die machen nichts. Alalala. Komm schnell in den Schatten! Ja. Gegner überwältigen oder Spieler wiederbeleben. Nein, ja. Nein. Ich bin schon wieder. Mensch. Ich fand die Marienkäfer echt lustig. Ja, ich fand das auch unglaublich witzig. Moment. Weil du auch so laut bist. Ja, ist schon gut. Gut, viel Spaß beim Hochklettern. Ich warte mal hier unten auf dich. Aber pass auf, dass der Typ nicht wieder zuguckt. Der Spanner. Spanner, ja, genau. Abseilen einleiten. Ich muss nicht aufs Klo. Ihr seid ab, ihr seid ab, ihr seid ab. Was so? Ich kenne keine guten Agentenmusik. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Der Perverse nicht dabei. Der Perverse, der andere... Ja, du bist hier gerade beim Abseilen. Ich wollte gerade sagen. Der sitzt da beim Computer. Der Perverse Sau, die anderen Leuten beim Abseilen zuschaut. Warte, ich mach das schnell, okay? Was willst du denn machen? Ja, du kannst da nicht durch, da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Kameras. Der ist gerade in Facebook. Da oben ist er. Gott sei Dank.
Ja, und was hast du jetzt vor? Die sieht die andere Kamera. Die habe ich vorhin auch nicht gesehen. Der Kerl hat sich auch nicht gesehen, wo... Schulterklettern einleiten. Willst du mit Schulterklettern? Ja, so macht man die eine Kamera aus. Das checkt der Kerl natürlich nicht. Wenn wir hier einfach mal die Kamera ausstöpseln. Also, du hast es wieder geschafft. Ich bin im Schatten. Ich auch. Achso, du bist da. Ja, ich bin da. So, er hat uns entdeckt und rennt hier herum. Okay, machen wir mal die Kamera aus. Da ist Licht. Eine Kamera. Nein, 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 du siehst mich nicht. Nein, nein, nein. Siehst du? So geht das. Nein, du siehst mich nicht. Oh, Nein, nein, ich will ihn hier ablegen. Ach, schade. Nein, es ist wieder töten. Aber für die Zuschauer, was er meint, wir haben uns jetzt mal hier hingestellt und haben dann... Ja, und dann? Und? Schade. Vielleicht noch einen Millimeter vor. Mhm. Vielleicht kommt er wieder hoch. Ich hab grad jemanden abgestochen. Erstmal abseilen. Erstmal ein Abseilen. Okay, warte, vielleicht jetzt hat... Nein! Ganz vorsichtig! Das sind so die kleinen. Das ist so an dem Spiel was schön. Aber ich habe ihn nur ermorchelt. Ihr habt es gesehen. Er lebt noch. Du hast nur gemorchelt. Müssen wir die Kamera da drüben. Ja, du musst weiter vorgehen, weil sonst kann ich nichts machen. Ja, ich muss hier irgendwie an der Säule verbeuren mit meiner Kamera. Die Steuer sind aber schon böse. Jetzt kommst du mal. Geh hoch! Bevor es die Kamera sieht. Zip. Mann, sind wir gut. Mann, sind wir gut. Ja, genau, das dachte ich mir immer. Wie so kleine Kinder. Okay, wer geht an den Computer und muss wahrscheinlich hacken? Nein, geh mal vor, ich glaube, wir müssen die auch noch ausschalten mit so einem Computer. Ja, und geh direkt unter die Kamera, die sieht die gerade. Weißt du was? Okay, okay. Ja, gut. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja. Mach die Kamera aus. Okay, ich schieße auf die Kamera und du läufst. Ja. Lauf. Du hast mir eine K-Card aufgenommen. Geknackt. Ah, den brauchen wir so. Den brauchen wir tatsächlich. 1985. 1985. Wird uns aber, glaube ich, eh nochmal angezeigt, wenn wir an der entsprechenden sind. So. Ist das halt irgendwie die Kamera ausschalten? Ja, ja, ich gehe bloß schnell in den Schatten, dass ich hier auch sicher schieße. Was soll das? Was soll das? Stufe 2. Ja. Wir haben Stufe 2 erreicht. Level up! Ich komme mir gerade so wie der Erklärbär vor. Ja, ich sollte vielleicht die richtige Waffe nehmen. Okay, ich werde sie deaktivieren. So, okay. Weiter. Da war ne... Du bist so... Geh weiter! Mann, sind wir gut. Okay, haut drauf. Ich lass den erst nochmal volllaufen, bevor du wieder irgendeine Aktion bringst. So. Wenn du mir ins Sichtfeld rennst, ist sie wieder an. So, und jetzt bitte mach du dasselbe nochmal. Na, ganz knapp daneben. Moment, geh mal. Ich renne jetzt ins Sichtfeld, das sehe ich jetzt schon. Ah, ja. Voll das Sichtfeld. Ja, eigentlich schon, aber hat wohl nicht gestört. Warte, da leuchtet irgendwas. Ja, weil mir da eine Karte... Ich würde da weggehen. Er bleibt einfach regungslos stehen. Hört ihr das aus? Das sind große Lichter. Moment, könnte... Ich glaube, könnte da oben noch was liegen? Nee, da ist nichts.
Ja, da müssen wir drüber klettern. Wie hängelt man sich da hoch, dass man die Beine oben hat? Nochmal Y. Y ist quasi immer nach oben und X ist nach unten. So, und jetzt lass dich bloß. Ja, gut. Also ich lass mich falsch los. Ja, weißt du, er hätte auch mit den Beinen so durchschwingen können. Ja, das mach ich, geh weiter. Achso, der ist noch nicht. Ah, ich dachte, der wäre schon da unten. Ich kann nicht um die Kurve gehen. Ich hatte gerade Angst, wo du gesagt hast, das mache ich. Okay. Eins, zwei, drei. Ah, es ist der Raum. Ja. Okay, Ladies first. Fliege zuerst. Ja, bitte. Herr von und zu Fliege. Mach ihn kalt, mach ihn kalt. Ja, wenn er nicht weglaufen würde. Ich lag. Soll ich die Fliege machen? Soll ich die Fliege machen? Ich läge. Das leckert wirklich irgendwie. Warte, er hat uns gesehen. Geh durch! Ich läge. Ja, das ist schön für dich. Scheiß Kamera. Wie hat der überhaupt uns gefunden? Ne? Er kommt. Sag mal, täusche ich mich, da schauen die wirklich alle. Es sind zwei. Zwei komplett identische, es sind Zwillinge. Eineiige Zwillinge vielleicht auch noch. Eineiige Zwillinge, oder wie heißt das? Eineinig? Eineinig. Eineiig. Das wäre, das sagt man aber nur, wenn es verschiedene Geschlechter sind. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es zwei Kerle sind. Ich bin im Dunkeln, der sieht mich nicht. Das ist eh die schönste Logik in dem Spiel. Du bist im Dunkeln. Er sieht dich nicht, er steht direkt vor dir. Er sieht dich aber nicht. Er respektiert nicht meine Autorität. Ich spiele Fliege. Warte mal. Halt dich fest! Weißt du, darf ich dir gerade was sagen? Die Typen reden doch, wenn sie dich sehen, in irgendeiner Fremdsprache. Ja. Aber so reden sie Deutsch? Ja, das ist... Das ist sarkastisch. Sarkastisch. Oder wie rassistisch, sowas. Ach ja. Inwiefern? Ja, wenn die uns befluchen und anschimpfen, weil wir... Und so, das hören wir nicht, das verstehen wir nicht. Ach, ist es warm hier. Dreh dich mal, da bist du ein Hühnchen. Du meinst, dann werde ich gar... Oh ja. Okay, warte, ich überwältige mal den Typen hier. Ich bin nur eine Fliege. Ich hab ihn nicht gesehen! Metall! Weißt du, bist ihm gar nicht interessiert, da liegt eine Leiche. Ich bin nur eine Fliege. Du bist so wir sind so scheiße. Ist richtig. Wir hatten... Oh nein. Infiltration, nicht Defibration. Wir müssen eh die Folge hier beenden. Also kurz, wir haben die Mission geschafft. Ja, rein theoretisch, im Kopf abgeschlossen, praktisch versagt bis zum geht nicht mehr. Ja, ist gut, halt die Klappe, Chef. Ich bin der Xi. Das war's wieder von Splinter Cell Double H. Ciao, Leute. Wiedersehen.